RPG-Freunde, herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Ich bin der Kreut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sword of Mana hier am Mana Monday. Ja, schon ist wieder eine Woche rum. Es ist wieder Montag und ich hoffe, wie immer, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Wenn nicht, könnt ihr euch hier etwas die Zeit versüßen. Wir haben es ja geschafft durch den Unterwasservulkan. Und haben uns bis zu jener goldenen Statue vorgekämpft. Ich würde sagen, ja, wir schauen mal, was hier so weiter vor sich geht. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier ausgestattet sind. Ja, sind wir eigentlich recht gut. Was für eine Waffe haben wir? Ich mit dem Schwert recht zufrieden im Moment. Ist das tatsächlich noch eine Ding oder eine Fratzendruhe? Ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Wir wollen ja auch in der Story weiterkommen. Ihr wollt ja auch was sehen. Und ich glaube, wir schauen mal, was hier los ist. Es ist ein erneuter Roboter. Und ich hoffe mal, dass es jetzt nicht wieder einen Bosskampf gibt. Weil ihr seht ja selbst, das geht hier auch nicht weiter. Das Kampfroboter. Völlig verrostet. Ich kann nichts richtig lesen. Dieser Blechhaufen stammt aus dem Vandol-Imperium? Was macht er denn bloß hier? Er schaltet sich an. Wir haben einen neuen Kampf. Haben wir einen nächsten Bosskampf? Weiß ich nicht. Moment, ist das... Ist das Mana-Schwert? Oh. Ja, Bosskampf. Was? Wer bist du denn? Kann ich das Ding irgendwie treffen? Ja, kann ich. Kann ich, okay. Okay. Auf den Jungen hier hatte ich jetzt gerade so überhaupt keinen Bock. Aber ist halt dann so. Hier ist er wieder. Okay. Wir müssen nur rechtzeitig heilen, würde ich mal behaupten. Okay, also es läuft ja ganz... Vernünftig eigentlich. Man kann ihn. Okay, man kann ihn also definitiv erreichen. Schon. Immer feste drauf und dann aber gucken, dass wir halt nicht. Derben. Ich denke, die Taktik ist ganz okay. Und die Zeit jetzt praktisch nehmen, um zu zaubern. Okay. Okay, er hat seine Form geändert. Er hat seine Form geändert. Okay. Schauen wir mal, wie lange er noch durchhält.
Beziehungsweise wie lange auch wir noch durchhalten. Okay, wir sind nochmal stärker geworden und wir haben die Möglichkeit, nochmal anzugreifen. Jawohl, da ist er kaputt. Tot ist er. Sehr gut. Nice. Ist das das Mana-Schwert, Leute? Sieht fast aus, oder? Ist das das Mana-Schwert? Ja, habe ich doch gesagt. Das Ding soll das Mana-Schwert sein? Tja. Es ist total verrostet. Nicht gerade das, was man sich unter einem heiligen Schwert vorstellt. Ultisch. Dieses Schwert. Was für Geschichten das wohl erzählen könnte. Es muss das Mana-Schwert sein. Wir müssen es zu Chiba nach Ish zurückbringen. Okay, kommen wir hier einfach raus. Geil. Geilo, aber... willkommen zu Hause. Hallo, Sela. Aber wie sind wir jetzt da rausgekommen? Egal. Schön, dich zu sehen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ja, passt schon. Also, habt ihr das Mana-Schwert gefunden? Ja, hier ist der alte Käsedolch. Ja, hier ist es. Laut der Legende erstrahlte das Schwert in gleißend hellem Licht, als Gemma es erhob. Laut der Legende, hä? Pah, ich erzähle euch jetzt mal, wie es wirklich war. Gemma hat bis zum bitteren Ende mit diesem rostigen Stück Metall gekämpft. Es strahlt nur in den Kranz-Märchenliedern. So sind Legenden nun mal. Ist das etwa die Wahrheit? Und er wusste das die ganze Zeit? Ich verstehe, Chiba. Man muss das Schwert in seinem Herzen tragen. Selbst ein Ast kann ein heiliges Schwert sein, wenn man ihn mit genug Überzeugung führt. Endlich hast du das Kapitel, endlich verstehst du es. Auf das Herz kommt es an. Materielle Machtgegenstände können niemals wahre Überzeugung ersetzen. Das war eine etwas harte Lektion, meinst du nicht? Wörter sind nur Schall und Rauch. Manche Lektionen muss man durch eigene Erfahrung lernen. Man könnte wohl sagen, dass Wandol seine Lektion gelernt hat. Denn selbst wenn man mit der Mana-Energie die ganze Welt kontrollieren kann, es ist eine flüchtige Magie. Aber tausende von Menschen werden für diese flüchtige Vision geopfert werden. Jetzt, wo Bugar und ich wissen, dass Julius Wandol ist, haben wir einen Grund, ihn aufzuhalten. Aber wir können es nicht. Ja, okay. Unser Versprechen von damals lebt weiter. Jetzt, wo Julius den Schlüssel zur Mana-Zuflucht hat, es ist unmöglich, vor ihm dort zu sein. Aber das heißt nicht, dass uns der Pfad zur Zuflucht versperrt ist. Ist er nicht? Okay. Auch wenn er versiegelt ist. Es gibt noch den Daimturm. Den Daimturm? Okay. Daimturm? Mit der hochentwickelten Technologie und Technik des Wandol-Imperiums wurde eine Brücke zur Mana-Zuflucht geschaffen. Der Daimturm ist diese Brücke. Lord Kranz hat mir vor ganz langer Zeit etwas darüber erzählt. Aber er sagte, dass der Daimturm zusammen mit dem Rest des Wandol-Imperiums zerstört wurde. Das habe ich auch gehört. Der Daimturm ist in der Glaswüste versunken. Da
dann muss die Brücke, die der Dämmturm dargestellt sein, unbenutzbar sein. Also, Chiba, was sollen wir machen? Boga, meinst du nicht auch, dass es Zeit ist, ihnen zu sagen, was sie wissen müssen? Ich schätze, du hast recht. Der Dämmturm wurde von niemand anderem als Chiba in der Glaswüste versenkt. Ah, okay. Interessant. Ist das wahr, Chiba? Ja, so ist es. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Siegel des Dämmturms einmal brechen müsste. Die Mana-Zuflucht ist ein Wald, der aus dieser Welt geboren wurde, und dennoch ist er nicht von dieser Welt. Ohne das Amulett ist sie nur mittels des Dämmturms zu erreichen. Aber der Dämmturm ist ein Turm der Prüfungen. Es wird nicht einfach sein, die Mana-Zuflucht durch diese durch ihn lebend zu erreichen. Seid ihr alle bereit, dies durchzustehen? Selbst wenn es euch das Leben kosten würde? Klar, ich habe diesen rostigen Degen hier, warum nicht? Da muss ich nicht zweimal darüber nachdenken. Lasst uns aufbrechen, schnell! Okay. Wartet mal einen Moment. Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn ihr vorhabt, die Welt zu retten, braucht ihr vorher ein gutes Essen und etwas Schlaf. Ihr werdet es nicht mal bis zum Dämmturm schaffen, wenn ihr nicht ausgeruht seid. Endlich mal eine, die Hirn hat. Wahnsinn. Und wieder einmal zeigt Zela, dass sie die Weiseste von uns allen ist. Da hat er recht, der Chiba. Doch sage ich nicht nein. In dieser schicksalsvollen Nacht feierten die Freunde. Sie hielten ein kleines Bankett ab. Sie vergossen Tränen für die Gefallenen und sagten für neue Freunde Dank. Gute Erinnerungen werden sie vorwärts treiben. Und das Band der Freundschaft wird ihnen Kraft geben. Aber mit jedem Herzschlag schritt die Zeit fort. Die Glaswüste. Der Sternenhimmel ist so wunderschön. Ja. Woran denkst du? An Amanda? Sie haben mir viel beigebracht. Besonders, was es heißt, jemanden zu beschützen. Nadja, wir haben noch einen langen, steinigen Weg vor uns. Aber ich werde dich beschützen, was auch passiert. Und diesmal meine ich es. Danke, Kalt. Also das ist jetzt der schnulzige Part davon. Die Lore davor gefiel mir schon viel besser, weil die Story ist eigentlich richtig gut. Ich weiß nicht, wie findet ihr die Story? Seit die Mana-Energie zu fließen begann, hat sie die Herzen der Menschen in die Zukunft getragen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Lore findet, beziehungsweise die ganze Story. Okay, ich darf also wirklich selbst wieder was machen. Wir sprechen erstmal mit dir. Du magst zwar deine Eltern verloren haben, aber du wirst hier immer ein Zuhause haben. Komm jederzeit zurück, wenn du dich einsam fühlst. Das ist doch was, Lester. Die Mana-Zuflucht würde ich selbst gern mal sehen. Bitte passt auf euch auf. Lord Kranz wird auch über euch wachen, da bin ich mir sicher. Willi? Wir werden Chiba helfen, das Siegel des Dämmturms zu brechen. Bis ihr am Ruinenpfad angekommen seid, wird er schon stehen wie eine Eins.
Okay. Das heißt, ich gehe mit Nadja, oder was? Wahrscheinlich. Der Ruinenpfad wird von einer starken Barriere umgeben. Die Gemma-Ritter und die Marwolen schlossen einen Pakt ab, um sie zu errichten. Graf Lys Siegel der Höhle nach Wendel ist nichts dagegen. Die Barriere kann nur mit Hilfe eines Marwolen gebrochen werden. Ja, wir beide gehen dann wahrscheinlich. Wir müssen nach Norden. Um zum Daimturm zu gelangen, durchqueren wir zuerst die Glaswüste und suchen dann den Ruinenpfad. Cool, lass uns gehen. Okay, wir beide werden das machen. Gut. Nadja hat sich dir angeschlossen. Okay, Chipper, was hast du zu sagen? Bevor ihr geht, solltet ihr von meinem Wissen profitieren. Was wollt ihr wissen? Was nun? Ich werde vorausgehen und den Daimturm auferstehen lassen. Ihr müsst dem Ruinenpfad folgen. Sein Anfang liegt am nördlichen Ende der Glaswüste. Okay. Was hat er noch zu sagen? So erfahren wir sicher noch mehr über die Welt. Mana-Schwert. Als die Mana-Göttin zum ersten Mal in der Welt erschien, hielt sie in ihrer linken Hand das Licht der Hoffnung, das die Dunkelheit vertreiben sollte. In der rechten Hand hielt sie das Mana-Schwert, mit dem sie das Böse besiegte. Okay. Eine Legende. Na, wir wissen ja, was wir hier von Legenden halten können. Julius. Julius ist die Reinkarnation von Wanderer. Okay. Gibt es noch mehr, was wir wissen können? Ja, komm. Wir wollen alles wissen. Gemma, der das Mana-Schwert führte, war der Sohn des Konsuls des Vandol-Imperiums. Er war ein einzigartiger Schwertkämpfer, aber verglichen mit Vandol war er nur ein Kind mit einem Spielzeug. Die Menschenmassen wollten Gemma zum König krönen. Aber nach dem Kampf verschwand er spurlos. Niemand hat je wieder etwas von ihm gehört. Und Kranz besang Gemmas Heldentaten. Selbst heute tauchen noch Leute auf, die von sich behaupten, Gemma zu sein. Aber Legenden sind nichts als Legenden. Ich glaube mal, dass die Legende wahr wird, Leute. Das Wichtigste ist, seinen eigenen Weg zu gehen und Verantwortung für seine Aktionen zu übernehmen. Das haben Julius und der Schattenherrscher getan. Ich könnte mir vorstellen, dass Gemma tatsächlich irgendwann noch auftaucht. So, was haben wir noch? Wir haben noch Bogar. Schauen wir mal noch Hintergrundinformationen zu Bogar. Oh, Bogar hatte eine wundervolle Verlobte. Er geht ja schon hier. Schön, dass der Charakter da auch ein bisschen ausgebaut wird. Ich schätze mal, es ist für die Story nicht relevant, ob man das weiß oder nicht, oder kriegt es irgendwann sowieso mit. Aber wenn man so ein bisschen auf Tiefe setzt und das Ganze, ist ganz cool, dass man hier noch weitere Informationen zu den Charakteren kriegt. Also er hat eine wunderschöne Verlobte. Nach seinem Kampf mit Vandol feierten die beiden eine prachtvolle Hochzeit, aber ihr Glück war nur von kurzer Dauer. Nachdem sie verstarb, war Bugar nie wieder derselbe. Okay. Ja. Das ist eine Information, die gar nicht so übel war. Nadja. Nadja hat eine echte Mutter. Ich will die Zukunft in ihre Hände legen. Pass gut auf sie auf. So, den Eid haben wir noch und dann brechen wir auf. Vandol war den Gemma-Rittern im Kampf die ganze Zeit überlegen. Aber dann erschien eine junge Frau. Es war die Frau, die Bugar und Vandol liebten. Für einen kurzen Moment zögerte Vandol und Gemma nutzte diesen Moment zu seinen Gunsten. An diesem Tag legten die Ritter der jungen Frau einen Eid ab, der noch bis heute besteht. Welcher Eid dies war? Ich habe ja geschworen, es nie zu verraten. Okay. Ja, Leute. Grundsätzlich müssten wir in die Glaswüste. Aber wir werden es auf jeden Fall erstmal sichern. Was mir allerdings gerade einfällt, und das finde ich auch sehr geil. Erstmal brauchen wir Ausrüstung.
Genau. Jo. Was mir gerade einfällt, ich weiß euch nicht, ob es euch genauso geht wie mir, aber war nicht unten vor der, wir gehen erstmal nach Süden, nämlich war nicht unten vor der Kanone. Die Möglichkeit, ein Kaktushaus zu errichten. Ich denke nämlich, dass gerade Nadja dringendst neue Ausrüstung benötigen würde, bevor wir überhaupt da lang gehen. Ich glaube, es war so, ich weiß es nicht mehr, oder? Das müsste hier gewesen sein, oder? Ja, natürlich. Perfekt. Nice. Okay. Das gefällt mir. Wir werden auf jeden Fall mal mit dem Kaktusboy hier reden. Unsere Beeren ein bisschen chillen hier, ein bisschen wachsen lassen. Viel ist es eh nicht, was wir haben, von daher. So, gehen wir sie ernten. Also, können wir das Schwert verbessern irgendwie? Alter. Und zwar richtig können wir das. Wichtig ist, dass wir jetzt den Stab auch aufpeppen. Zedernholz, okay. Ja, das ist doch mal richtig was. Was ich auf jeden Fall auch noch gern hätte, ist der Bogen. Ihr seht ja selbst, dass wir damit gut klarkommen. Nee, okay. Da nicht so. Dann schauen wir mal Ausrüstung. Und da brauchen wir natürlich, was hat sie denn da auf dem Hut? Der Kopf ist ein Hut. Ja. Also da auf jeden Fall die Alligatorhaut. Und dann hat sie sicher eine Robe an. Bin ich mir relativ sicher. Auch da hilft Zedernholz wohl recht gut. Okay, das ist jetzt wichtig gewesen. Da bin ich mir sicher. Handschuhe, gut, kann man auch hier noch.
Weiß ich nicht, ob ich es dafür ausgeben will. Na gut, dass wir es nicht gemacht haben. Das ist schon gut, was hier geht. Na gut. Schauen wir mal, ob noch irgendwas geht. Nee. Alligator, gut, auch nix. Natakyros, ne. Zedernrobe, auch nix. Stiefel, auch nix, was man irgendwie. Doch, da geht noch was. Da geht noch was. Perfekt. Okay. Auch das kann man nicht mehr verbessern. Sehr gut. Perfekt. Er schreibt fröhlich vor sich hin. Und wir gehen zurück. Was natürlich mächtig gut wäre, ist, wenn wir beispielsweise jetzt irgendwo den guten Freund Nicolo treffen. Das würde mich freuen. Dem würde ich natürlich gleich ein paar Gummifrösche abkaufen. Und stärker werden wir auch noch dadurch. Das ist natürlich richtig nice. Ich denke nicht, dass wir in der Nacht losgehen sollten. Nach Ish, also in die Glaswüste. Denke ich mal nicht. Top. Okay, perfekt. Ja, Freunde, wir haben viel erfahren über den Lore. Da ist die Glaswüste. Hatten einen Kampf mit dem Teufel, wie es so schön heißt. Ich denke, damit sind wir sehr, sehr gut bedient für diese Folge, auch wenn sie nicht so lang ist. Wir haben viel erlebt, haben uns neu aufgerüstet und machen uns dann in der nächsten Folge auf in den zum Daimturm durch die Glaswüste. Ich hoffe, ihr seid da alle wieder mit dabei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr die Story auch so feiert wie ich, lasst gerne einen Daumen da, gerne einen Kommentar. Abonniert gerne den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem der nächsten Videos wieder hier auf dem Kanal oder eben am nächsten Mana Monday zur nächsten Folge, wenn wir uns in die Glaswüste aufmachen. Bis dahin habt eine geile Zeit, eine geile Woche. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss, ciao. Und euer Kreuz sagt Servus.